Menschenrechte sind für uns alle bei Amnesty sehr wichtig. Sie sind sicherlich auch für Sie wichtig. Und wenn wir nicht auf unsere Menschenrechte aufpassen, dann werden sie einem vielleicht genommen. Menschenrechte darf man keinen Spezialisten überlassen. Die müssen wir selber machen. Da müssen wir aktiv werden und sind immer eingeschränkt. Wir wollen eine Welt ohne Not und Furcht. Warum habe ich mich so lange in der Türkei aufgehalten? Ich bin am 17. Juni 2002 nach İzmir geflogen, um meinen verstorbenen Vater zu überführen und in seine Heimatstadt Denizli zu bestatten. Am 9. Juli 2002 wurde ich von Beamten einer Antiterror-Einheit unter dem Vorwurf, Mitglied der illegalen Organisation Bolschewistische Partei Nordkurdistan zu sein, verhaftet und 4 Tage lang festgehalten. Diese Organisation war mir vor meiner Verhaftung nicht bekannt. Während dieser 4 Tage hat man mich misshandelt und gefoltert. Von Juli 2002 bis zum Januar 2003 saß ich in Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dann wurde ich freigelassen, durfte aber auf richterlichen Beschluss das Land nicht verlassen. Ich bin in einem unfairen Prozess auf der Grundlage von unter Folter erpressten Aussagen schuldig gesprochen worden. Die juristischen Auseinandersetzungen zogen sich bis Mai 2007 hin. Dann waren alle Rechtsmittel in der Türkei ausgeschöpft und ich musste die Haft antreten. Vom Juli